Wir haben jetzt ernsthaft, Faddys Schlüssel. Ich trage zu viel. Ich muss zum Safe erstmal zurück. Währenddessen kommt er hier wieder fünfmal ein Jumpscare oder so. Ey, komm. Perfekt. Nee, da kommt jetzt nicht. Oh Gott, schon wieder dieser Ventilator da hinten. Oh, Ventilator des Bösen. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück, um ein paar Sachen wegzulegen. Wir nehmen zum Beispiel mal die Kassetten, würden wir mal wegpacken. Benny gibt einen aus. Benny hat heute ein sensationelles, kann ich euch sagen, ein sensationelles Mittag reingehauen. Irgendwie einen ganz köstlichen Burger hat er heute spendiert. War sehr, sehr lecker. Der war fucking lecker, ja. Aber hat er heute mal richtig mal einen rausgehauen. Ventilator? Ich bin der Waffne. Was mir, was ich ja auch nochmal fragen wollte, ist jetzt diese Person, die uns die ganze Zeit hier jagt, ist es dieser Nies, Real Nies, Blue Nies oder so? So würde ich jetzt mal sagen, ja. Also der kleine Störenfried, der hier unterwegs ist. Blue Nies. So, warte mal, ich glaube, den hier brauchen wir nicht mehr, den Spaten glaube ich auch erstmal nicht. Den Spaten haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Für noch gar nichts. Nee, ich mache mir jetzt mal hier komplett holen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Achso, die Kassetten haben wir schon gar nicht mehr? Okay, cool. Ey, warum machst du denn immer hier die Tür zu? Fräulein! Ist halt ordentlicher. Nicht zumachen. So, jetzt gehen wir uns den Johnny-Schlüssel holen. Ja, Johnny. Und dann gucken wir uns mal den Raum von Johnny an. Das ist ja dann eigentlich der Raum von unserem Papa? Exakt, genau. Der ja am Anfang not so happy war. So, jetzt haben wir erstmal den Johnny-Schlüssel und nach dem Johnny-Schlüssel ist, glaube ich, dann vorbei. Doch. So, hallo? Hallo, hallo, hallo. Okay. Ich habe die Luca-Kamera. So, wir können mal gespannt, was Papa hier in seinem schönen Zimmer drin hat. Oh. Pass auf, jetzt kommt Blue Johnny raus. Oh, sag mal. Gott. So ein paar. Oh, was ist denn? Ah, das Gewicht, Alter. Das Gewicht. Wer war das Gewicht? Hab ich jetzt ernsthaftes. Ey, jetzt muss ich erstmal das Gewicht wiederholen. Na, guck mal erstmal rein. This used to be Dad's room. Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte. Klar. Ist quasi intuitiver Text irgendwie eines Geisteskranken. Ach, guck mal, hier haben wir die Symbole dazu. Die Schlange, die Ratte. Ja, letztendlich sagt uns der Text, wo was hängen muss. In welcher Tiefe. Ne? Ach so, ja, damit wir dann wahrscheinlich den Käfig hier hochkriegen. Was auch immer sich da drunter... Was ist denn das? Buch? Das ist ein Buch, oder? Nee, was ist das? Egal! So, dann holen wir das andere Gewicht. Also, der Hai ist ganz weit unten. Ja, warte, ich hole noch kurz erstmal das andere Gewicht. Aber irgendwie... Okay, kriegen wir gleich hin. Wir besorgen uns erstmal das Gewicht, was wir gerade eben weggepackt haben. Der Clever von uns. Ja, man weiß es halt nicht. Wie gesagt, wir hätten jetzt auch Spaten. Gleiche Thema, ne? Irgendwie... Den Spaten haben wir noch nicht einmal eingesetzt. Ja, den hätten wir jetzt auch das ganze Spiel mit rumschleppen können. Was wir, glaube ich, auch haben. Aber... Ja. Nehmen wir doch jetzt dann mal alles mit. Also nicht alles, aber alle Gewichte. Was? Da steht was mit Blue Nies im Käfig vom Vogel? Wollt ihr den wirklich befreien? Nee, nicht. Benni, da nicht hin. Was? Pack da kein Gewicht dran. Mach das nicht! Da steht was wie Blue Nies. Da ist irgendein blaues Knie drin. Macht mich doch jetzt nicht so fertig. Bin ich schon wieder dran vorbeigelaufen? Nee. Ach, nee, kommt noch. Alter, ich bin gerade vollkommen verplant. Oh. Okay. Stevie, du weißt, was die wohnen. Wir gucken jetzt nochmal. Also. Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft. Also, Hase, Luft. Ganz oben. Und ließ die Freunde zurück. Also scheinbar ist der Hase ganz oben. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da. Während der Hai in den Tiefen. Also, Hai ganz unten. Gut, dann war ja hier der Hai. Das war ja dann eigentlich schon richtig vom... Das Megagewicht. Klompert, genau, richtig. Gut. Dann hatten wir die Schlange, die unterhalb der Ratte ist, richtig? Richtig.
Das wäre dann das hier. Weil der Hase kriegt gar kein Gewicht, weil der ist ja ganz oben. Nee, er kriegt die Uhr. Alloy. Nope. Wiegt die Uhr mehr als der kleine Stein? Kann mir fast nicht vorstellen, aber... Fast gleich. Nee, nee, nee. Also der Hase ist minimal da drüber. Foto vom Käfig machen. Jojo, ich will kein Foto machen. Wirklich nicht. Aber ich kann die Gewichte nicht mehr nehmen. Na denn. Hey. Mach ein Foto vom Käfig, mein Freund. So. Ah. Was haben wir da? Kriegen wir eine Zahl? Nee. Ist eine Zahl? Nee, ist eine Stunde. Leider nicht. Was ist denn das? So this is the book that everyone was talking about? Ach du Schischkebab, Alter. Das ist diese Buch heißt Blunies. Oh Gott. Vor vielen, vielen Tagen gab es eine Kreatur mit unbekanntem Namen. Sie hatte stets allein gelebt und nicht nach Gesellschaft gestrebt. In einer eisig kalten Nacht erlitt sie eine Plage und schlief dann für 2 Tage. Am 3. Tag erwachte sie in völliger Dunkelheit und fühlte sich geschunden. O Graus, ihre beiden Augen waren verschwunden. Die Kreatur kroch aus dem Bett und krabbelte auf der Suche nach ihren Augen umher. Doch sie fand diese nicht mehr. Aber kein schöner Binnenreim hier. Oh. So kroch und schlürfte und ihre Knie wurden blau und taub. Ihre kullenden Augen wurden zu Staub. Aha, aha. Was fies, Alter. Bis heute will sie es nicht eingestehen. Und ihre Suche muss fortbestehen. Schlechter Reim. Gottes Willen. Nimm dich in Acht vor den Augen und schalte das Licht ein. Denn wenn du nicht entkommst, dann sind deine eigenen bald sein. Das ist mal ein schönes Kinderbuch. Das ist toll gemalt, schön illustriert. Das könnte so Engadget sein, glaube ich. Er fürchtet, das Licht nutzt etwas Helles, um dich zu schützen. Achso, ist ja. Er fürchtet das Licht. Ja, schön. Ist auch gerade super, dass jetzt genau in dem Moment, wo wir das Buch gelesen haben. Ja, tschüss, muss los. Nein, echt nicht. Wir haben ja Gott sei Dank, wir haben noch den Fotoapparat. Der bringt doch was, der hilft doch. Jetzt ist tatsächlich hier die Scheiße durch den Ventilator geflogen. Jetzt sind wir richtig am Arsch, wollt ihr jetzt damit sagen? Ach du Schande. So, na dann, auf jetzt, Benni. Nö, das Spiel ist jetzt hier, wir haben es durchgespielt. Ja, das ist aber auch fies, ey, Blumis. Das ist aber, wer kommt denn? Wer denkt sich denn so ein Buch aus? Das ist nicht schön. So, ah, warte mal, stopp. Was? Ist aber. Ach, leck mich doch, Alter. Hör auf! Was ist denn da? Ist da was auf dem Foto zu erkennen? Das sind Augen! In der Mitte! Ja, gute Nacht. Kann ich jetzt hier. The room has changed. Ey, jetzt sag mir bitte nicht, dass ich jetzt die Schaufel brauche. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Bett, ne? Weil auf dem Ding war ja das Bett so abgebildet, oh, dass hier da drunter ist. Ja, wunderbar. Hey, my name is Johnny. I know this is impossible. Hi. But I my think name Dad is. Broke hi. This. My name is. Hi. My name is. My name's Johnny. Sind wir jetzt, aber wir sind noch in unserem Haus, ne? So, Benni, das ist jetzt der Punkt, wo ich dich jetzt alleine weiterspielen lasse. Ey, auf gar keinen Fall, du bleibst schön hier, mein Freund. AFK!
du bleibst mal schön in der Camp bei mir hier. Ach, scheiße. Hat sich der Raum da hinten verändert? Nee, glaube nicht. Das ist doch das Uhrenzimmer, oder? Es hat sich hier alles verändert. Wo ist hier der Fernseher? Ja, hier... Warum ist die Maria wieder da? Warum steht hier... Egal. Lunis auf der Scheißtheke? Ach, du Schande. Herr Klo, jetzt wird das Spiel stressig. Der Leiter ist auch oben. Oh, nee. Guck dir das doch an. Das ist nicht der Uhrenraum. Das ist komplett was anderes. Das ist komplett was anderes. Ja, das ist ja schön. Das ist der Safe-Raum. Nur anders. So, warte mal, die Kakerlaken sind auch in der Richtung Grammophon, glaube ich, oder? Ja, ich guck erstmal hier kurz die Kisten. Ja, aber die chillen hier einfach nur. Die chillen hier einfach ihre Base. Auf gar keinen Fall lasse ich das Ding hier irgendwie spielen. Der Doktor spielen schreibt gerade, ich sag nur noch, wenn eine komische Musik kommt, kommt er auf dich zu. Wenn du ihn siehst, wie er auf dich zukommt, ist Foto. Achso, okay, Foto. Okay. War es ja auch gar nicht so dunkel hier. Ist ja so gar nicht dunkel. Der Doktor muss los. Mach's gut, Doktor. Vielen Doktor. Dank für deine Hilfe. Wenn du Bock hast, Super. Check nochmal unseren YouTube-Kanal und lass ein Abo da. Und schau dich Gerne. Da mal durch. Und dann bis zum nächsten Mal. Jo. Dachboden. Warum ist jetzt hier alles kreuz und quer? Das ist der Hitmix. No. Wer macht denn sowas? Ja, nicht klar. Okay. Das ist wirklich heftig. Irgendwie. Okay, wir gucken mal weiter. Du kleiner, du versteckst dich doch in irgendeiner Ecke. Du bist ja genau so einer. Du bist ja so ein Eckenverstecker. Hä, bin ich verwirrt? Ist die Wohnung jetzt anders? Warum ist es da so dunkel? Von da kommst du. Hallo? Okay, was ist unsere nächste Tour? Ich würde mal vorsichtig sagen, probier mal irgendwie die Schippe zu holen oder was? Dass wir uns da, auf jeden Fall ist das Basement zu, damit wir uns in dem Kinderraum, Alter, überall ist jetzt so ein Grammophon. Scheiß Dreck. Ey, das hat sich hier gerade alles verändert. Ich bin eigentlich nur im Kreis gelaufen. Warum ist die Tür jetzt, wo ich gerade drinne war, noch abgeschlossen? Und warum... Ich kann... Es ist ein Möbiusschleifer. This is what Grandma was referring to in her diary. No. Ey, jetzt... Müssen wir die Musik abspielen? Wahrscheinlich. Also, ja, müssen wir. Ey, wer will denn das? Nobody. Oh Gott, Alter. Das fand ich schon bei Insidious so krank, Alter. Wie kann man denn so eine Mucke aufnehmen? Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich gucke jetzt, was jetzt als nächstes passiert. Ja, aber dann bleibt ja nicht übrig irgendwie. Weil guck mal, jetzt ist der Raum hier wieder... Also wieder hell. Und hier steht auch wieder Blue Knees auf der Theke. Und hier komme ich bestimmt jetzt auch wieder rein. Aha. Okay. Was halt da mal den Da ist übrigens noch ein Foto. Eine blaue Sammelkarte. Blau? Ja, ist jetzt alles... Wegen Blue Knees. Ah, ist ja wunderbar. Wegen Blue Knees. Muss ich da rein? Bitte nicht. Oh. Ihr seid doch... Wir müssen alle Grammophone aktivieren, wahrscheinlich bis irgendwas passiert. Nee. Warum? Nee. Ich kann mich auch nicht bewegen. Was ist... Hör auf. Plopp gemacht. Schau mal nach oben drin.
Ein Auge? Fuck, wir müssen das hören, wir müssen uns das anhören und hier, guck mal, siehst du, was da drin ist? Ja, 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 ich hab's jetzt. Es muss plopp machen. So, und jetzt aber überleg mal, irgendwie, die Frau hatte die ganze Zeit gehört diesen Song. Oh, die ganze Zeit hörst du diese... Oh. Hör auf, jetzt hier Hort zu sagen. Alter! Ich bin halt etwas angespannt! Foto! Mach mal ein Foto, Benny! Scheiße! Ich hab ihn noch gerade fotografiert! Oh, scheiße, Alter! Oh, das ist ja aber... Die lässt dir ja nicht viel Spielraum, die Alte. Also ich meine, sie hat sich kurzzeitig versteckt hinter dem Balken, ja, aber ich hab's doch fotografiert, oder nicht? Nicht getroffen, ah, toll, super. Daneben. So eine Kacke. Oh krass, müssen jetzt alle Grammophone wieder aktiviert werden? Oh damn, Alter. Okay, dann gucken wir jetzt aber als allererstes, als allererstes hier hinten hin. Wir gucken, ob hier ein Grammophon irgendwo ist. Hallo? Ja, siehst, habe ich mir nämlich gedacht. Nachher soll ich nämlich dann noch im Stress... Bitte was? Sind die Räume jetzt anders? Ja. Ach Gott, der macht jetzt so random oder was? Oh no, hier ist der Galgenraum eigentlich, wo wir da hinten noch... Oder warte mal, hast du jetzt noch nicht irgendwas aktiviert? Nee, also wir sind jetzt... Gib mal das Zettel. Lesen. Bloomies sitzt immer im Dunkeln. Er hasst das Licht. Ja, und er hasst das Licht. Okay, das ist. Ah, warte, wo war? Bitte, was? Ach, hinter mir. Oh, lol. Hier, Putenpelle. Puten fucking Pelle. Alter. Oh, leck mich. Ist aber unangenehm, der Typ. Oder die. Oh. Oh Gott. Ja, das Schöne ist, siehst du, genau, guck mal, das meinte sie ja, dass sie verwirrt ist in ihrem eigenen Haus. Also die Oma, oh, dass sich ja alles... Ja, wird so schön nachgestellt jetzt? Na, ist ja toll. Ist ja geil. Ist ja wunderzuckerli, dass sie jetzt auch noch hinter mir aufploppte. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Na dann. Da ist... Da! Sehr gut. Hervorragend, Benny. Perfekt gemacht. Ja. Sollen wir mal gucken, ob wir ein gutes Picture von ihm geschossen haben? Oh, ist ein bisschen verkohlt. Ja, so ein bisschen. Los, DJ. Spiel den Song. Okay, wie viel Zeit haben wir jetzt? I don't know. Also wie lange triggert man den? I don't know. Nee, Frage an den Chat. Achso. Is this a human eye? Ja, los, komm, rinn in das nächste Ding. Das war ein ekelhafter Ohm, ja. Definitiv. Ich sehe den auch schon bei mir irgendwie so ein bisschen auf dem Telefon, wenn Benny jetzt immer anruft. Könnte ich nicht die Tür einfach zu... Okay, die ist abgeschlossen. Ich hoffe, dass die auch abgeschlossen bleibt. Wir müssen reingucken. Zwei von denen sind echt. Willst du das schaffen? Also den hättest du jetzt nicht kriegen können. Oh, ja, ich hätte vielleicht auch... Ja, weiß ich nicht. Oh. Ihr müsst was? Wir müssen reingucken. Zwei von denen sind echt... Wie? Von den Augen? Was? Das ist ja mal eklig. Schön. Hallo. Haben wir die jetzt, ja? Also das hat er tatsächlich... hat er einen Checkpoint gesetzt, oder was? Ja, den einen haben wir ja. Schön. Kann ich den jetzt hier eigentlich einfach reinschmeißen? Oh, ist das widerlich. Okay, jetzt haben wir den nicht mehr. Tschüss, Auge. Und irgendwie war das, glaube ich, gerade keine gute Idee, oder? Bedrohliche Musik setzt ein. Geh ich nochmal hier hinten hin?
Aber gar keine Angst. Wir gucken nochmal ganz kurz an diesem Gramophone. Ich würde jetzt einfach mal... Okay, hier kann ich nichts machen. Ich würde jetzt mal kurz abwarten, bis Johnny hier triggert. Aber du nimmst es nicht Johnny. Das mach mal ein Foto! Foto! Das Problem ist, ich kann so schnell gar nicht ein Foto rausholen. Alter, aber eine haarscharfe Kiste rausgemacht gerade. Was ist denn also? So, jetzt schnell. Ja, jetzt hier schnell hier. Ich warte, bis er triggert. Hol dir das Auge! Scheiß auf das Auge, wir warten jetzt erstmal, bis er triggert. Nein, hol dir das Auge! Kann ich nicht. Kannst nicht, ist nicht das richtige Auge. Oh, wieder. Aber wir wissen, das Grammophon ist es nicht. Ja, und das andere, was wir das erste, was wir ausprobiert hatten, auch nicht. Weil da konnten wir das Auge nämlich auch nicht rausnehmen. Mhm. Okay. Ich hasse das, dass der Johnny eben halt immer anfängt zu blinken, wie so ein... Sag es mit Worten, Benny. Sag es mit Worten. Nee, da. Ja, es ist schon so schlimm, dass Benny jetzt nur noch in guter Reihengrunst lauten kommuniziert. So. Das ist doch einfach... So, Johnny, wo bist du? Da sind wir auch noch nicht dran. Genau. Ja, ja. Deswegen, aber hier... Wir warten erstmal, bis er triggert. Deswegen setzen wir uns nämlich hier hinten hin. Weil er muss mich durch den ganzen scheiß Raum laufen. Dann habe ich genug Zeit, um ihn wirklich bis hier vorne hinkommen zu lassen. Ja, ich sag's mal mit den weisen Worten. Weiß ich nicht. Also, jetzt ist mein Ehrgeiz geweckt, dass ich ihn hier jedes Mal ein schönes Foto von ihm schieße. Ah, kleiner Paparazzi, ich verstehe schon. Jetzt hast du Blut geleckt. Ja, wenn ich jetzt springen, ducken und sonstiges noch könnte, dann würde ich hier Jump'n'Run machen. Nee, vielleicht eigentlich nicht. Johnny! Ja, komm. Gut. Auf Wiedersehen! Sehr schön, Manny, sehr schön. Das hast du strategisch hochgradig. Dankeschön. Diese Musik! Das hört sich nach gutem Auge an. Nope. Nothing at all. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir raus und versuchen das nächste Grammophon zu finden? Und versuchen Johnny... Ja, ich würde sagen ja, ne? So irgendwie zu bekommen? Warte. So. Wir gehen mal jetzt kurz hier rein. Dann warte ich, bis Johnny... Hier haben wir schon, ne? Oder? Hatten wir das schon? Ich guck mal, oben am Dachbalken ist ein lautes Foto. Nee, warte, ich will erst warten, bis Johnny kommt. Das ist mir jetzt egal. So, Johnny! Komm! Danke! So, jetzt machen wir nämlich erstmal hier Dämchen hier. Dann machen wir gleich das blaue Foto und dann geht's weiter. Echt nicht?
Okay, welches fehlt denn noch? Haben wir hinten, da wo dunkel ist in dem Raum? Ja, du kannst ja vergessen, dass ich da hingehe, wo es dunkel ist in dem Raum. Na, überlege nur jetzt, wo. Letztendlich haben wir das sonst alle, oder? Na, warte, ich guck mal hier kurz noch. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Den haben wir noch nicht? Hier warten wir jetzt, ob das Johnny kommt. Okay. Also ist jetzt. Also für mich ist das gerade irgendwie so die safeste Taktik, einfach kurz zu warten, bis Blue Knees erscheint, denen zu fotografieren und das Grammophon dann zu machen, irgendwie. Nochmal, damit der eben halt ein bisschen länger braucht, damit der Tisch nämlich noch im Weg steht. Stellen wir uns hier hin. Na, denk dran, wenn er gerade Linie auf dich zuläuft, ist es einfacher für dich zu fotografieren, anstatt irgendwie jetzt nach links oder nach rechts zu verreisen. Na, hast du auch wieder recht. Johnny! Johnny, ich hab ein paar Augen für dich. Nice! Blinded. Das war auch gar nicht stressig, ey. So zermürbend, das Ding, ey. Dass es auch immer so lange gehen muss mit dieser Melodie. Und wieder kein Auge. Echt? Wieder kein Auge zum Gucken, ey. Muss jetzt tatsächlich mal wirklich die Kopfhörer abnehmen, mit. Hier waren wir schon. Aber haben wir doch rausgenommen? Ich glaube, wir können es hier nicht rausnehmen. Genau, hier konnten wir es nämlich nicht rausnehmen. So, dann gehen wir erstmal in die dunkle Ecke, indem wir jetzt hier durchrennen. Und direkt das Grammophon aktivieren. Das wäre schön. Mach halt auf. Oh, das war schnell, schön. Greifst dir, perfekt. Wieder zurück zu Johnny's Room. So, drop it. Genau. Drop it like it's hard. Damit ich das hier droppen kann. Wir gehen aber erstmal kurz hier hinten hin, bevor jetzt Johnny vielleicht gleich wieder kommt. So Grandma wasn't sick at all. Johnny! Jetzt hab ich ihn für weh. Jawoll! Du Scheiße, Alter. Was ist denn mit mir für ein Raum? Kann ich mich jetzt wieder bewegen? Ja, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Danke, Musik. Alter, du musst sofort mit Marsch an die Wand oder was, oder wie? Das seht ihr, man erkennt einen Unterschied zwischen Blue Knees und Madison. Ja, da hast du recht. Ach, geht mal. Okay, war also. Weiß nicht abwenden. Was? Wie? Oh Gott. Jetzt haben wir mir mal Madison im Sack. Du kannst die Kamera gerade nicht verwenden. Ach, ist ja wunderbar, dass ich die Kamera nicht verwenden kann. So, Ihm geht's auch gar nicht gut. Ja, ist ja super, dass wir jetzt nichts sehen hier. Oh, ja. Ach Gott. Läufst du oder macht er das alleine? Nee, das bin ich. Also ich versuche hier zu laufen. So schnell wie es geht. Aber das ist das Schnellste gerade, was er laufen kann. Pass mal hin. Oh Gott. Da auch mal hinterher. Oh, Madison! Ich dreh mich nicht um, ist mir egal. Und wir müssen Madison hinterher auf jeden Fall, weil... Okay. Ich höre hinter mir irgendwas, ich dreh mich nicht um. Ich glaub, das ist gut. Hey, lass mal umziehen. Movinga. Ey, das sind hier die Möbel. Mach mal nicht so. Okay. Oh Gott. Okay. Ich hab so dermaßen Schweiß hier Hände, ey.
Das sagt derjenige, der nicht zockt. Ja. Weißt du, wie ich durchschwitze hier? Ich bin hier am... Den kannst du mir grob vorstellen. Was? Ich glaube, ja, wir müssen wahrscheinlich in den Raum, ne? In Opas Raum. Sie hat gerade gesagt, hello, Luca. Ja, das ist halt höflich, ich, ne? Ich kann die Kamera immer noch nicht rausholen. Ja, so, da komme ich jetzt... Warum müssen die denn immer nackig sein, Alter? Ich verstehe das nicht. Oma! Oma, Madison, Oma, irgendwer. Muss ich jetzt hier rein? Jeder nicht hier, ja, ich Alter. Muss hier jeder, rein. Nee, echt jetzt? Ja, die Tür ist jetzt zu, ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße. Hier. Hallo? Kannst du hinten zu dem Zahlenschloss gehen? Weil wir haben, ja, drei Zahlen. Ah, Luca! Warte mal, wir können drei ja... Warte, ich will mal ganz kurz hier wirklich gucken, ob wir wirklich nur drei Zahlen haben oder ob wir was vorhin fotografiert haben. Also die 8 haben wir. Wir haben die 0 und die 3. Alter, wir haben so scheiß viele Fotos. Jo. Hör auf, zu Luca zu sagen! Ja, ich hab's verstanden! 0? Und die 3 haben wir noch. Sonst haben wir nicht mehr? Wir haben keine weiteren Zahlen? 2? Hier ist noch eine 2? Eine 2 haben wir noch. Okay, wir einfach noch irgendwo eine 3 haben. Wenn ich mich verguckt habe. Ja, beruhigen Sie sich. Ja, Luca! Ist am Start. 3. Wir haben, okay, wir haben alle 4 Zahlen. So, jetzt kannst du das bitte mal in einen Code setzen. Okay, 3. 2308. 3. 2308. 2-3? Nee, 3208. Ne, ich würde es jetzt in der Folge nehmen, wie wir es gefunden haben. Ja, also erste war die 3. Okay, dann 3-2. Schon bitte. 08. Oh, bitte. Oh, bitte. Ja! 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 Oh nein, hier ist die Asche, die wir brauchen. Elizabeth Maxwell. Ja, für die Dings brauchen wir doch die Asche. Weißt du doch noch, für das, ne, Torstück. Was kann ich denn jetzt hier machen? Ich kann nichts machen. Zurück. Okay. Wow. Hallo! Oh no! Oh no! Luca! Öffne das Notizbuch. That's it. Ach. Sun. Ach du Scheiße. Wie, was, sollen wir uns jetzt hier hängen oder was? Nein! Nee, komm auf! Ich muss hier... Oh nee, muss ich jetzt hier irgendwie... Gib mal die Kamera auf. LOL! Nein, Alter, wir sollen von uns selbst ein Bild machen? Nein! Nein! Warum? Also klar, um das Ritual durchzuführen, aber... Nö! Ich glaube, das wird kein Happy End geben, Alter. Okay. Ganz kurz mal. Stopp. Also, es wird jetzt für mich darauf hinauslaufen, dass wir auf diesen Stuhl steigen, irgendwie uns die Schlinge um den Hals legen und den Hangman machen, irgendwie. Gibt es nur dieses Ende? Gibt es nur. Das schmeckt für mich so ein bisschen nach Bad Ending, irgendwie. Gibt es noch ein Good Ending? Lieber Chat. Geil finde ich auch bei einer Polaroid-Kamera. Selfie-Modus ist on. So mit dem Zeh noch rankommt da oben. So, also wenn es sich anders sieht, wir steigen darauf, aber würde Janne noch wissen, irgendwie gibt es einen anderen Weg. Oh, ich weiß, also meinst du, dass wir... Ja, ist ja beruhig dich. Ja, wir kommen hier nicht mehr raus. Raum nicht mehr wirklich raus. Ja, Luca. Ach, scheiße, Alter. Also, wir kommen nicht drum rum.
Also ich muss auch sagen, die Frau, die diese, also... Luca. Na los, ruf da. Okay, das war mir jetzt zu viel. Das war mir ein Luca zu viel. Okay. Die sagen zu halten. Wie Dave sagt, Geld auf den Safe und ab. Ey, das machst du doch jetzt nicht. Nee, einfach. Nee. Oh Gott. Warum? Gerade so ein Call of Duty ähnlich den Augen einbluten. Ja. Und machen wir nochmal ein Foto? Ey, das wäre jetzt heftig, wenn jetzt auch immer so. Ja, da wollen wir jetzt loslaufen, oder? Also. Oder was? Also, ich kann auch nichts machen. Also ich... Okay. Ich dachte, das ist nicht jetzt. Scheiße, ist das makaber. Fuck. Das ist auch so ein verkohltes Polaroid. Aber wir haben damit das Ritual jetzt abgeschlossen? Ja, wir haben es durchgezogen. Wir haben jetzt das Ritual durchgezogen. Haben wir jetzt damit wenigstens den Dämon besiegt? Nein. Okay. Nein. Wir haben ihn quasi. Also hat überhaupt jetzt nichts gebracht. Nee, wir haben den Dämon jetzt. Wie? Soll das was? Oh. Also, oh, so ich bin nicht traurig darüber, dass es jetzt vorbei ist, aber ist schon ein krasses Ende. Wer Horror-Games mag, kommt an diesem Game nicht dran vorbei. Ist wie mit Visage, das war ähnlich. So, halt, ist krass. Ja. Aber wo ich sagen muss, die Rätsel sind teilweise tricky. Also ohne den Chat hätten wir, glaube ich, echt schlecht dagestanden. Aber im Großen und Ganzen eigentlich ein geiles Game. Aber Stress pur. Wirklich. Absolut. Absolut. Oh.